Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. In diesem Video geht es um deinen Feind in allen Lebenslagen. Vielleicht nicht ganz in allen Lebenslagen, aber es geht um deinen Feind bei deinen Investments. Es ist auch mein Feind, weil ich die gleiche Evolution durchlaufen habe, vermutlich wie du. Es ist aber sogar doppelt mein Feind, der Ankereffekt. Und ich werde dir noch erzählen, warum ich doppelt darunter leide, im Gegensatz vermutlich zu dir. Der Ankereffekt, erzähle ich erstmal kurz, was es ist, beziehungsweise nein, erstmal, wer bin ich? Mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es ins langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das setzt zwei Dinge im Wesentlichen voraus. Das erste ist, dass du Aktien von Unternehmen mit langfristig steigenden Gewinnen findest und in die investierst. Und das andere ist, dass du diesen langfristig steigenden Gewinnen Zeit gibst, sich über Marktlaunen hinwegzusetzen, damit die auch zu langfristig steigenden Kursen und Dividenden führen können. Und gerade bei dieser langen Haltedauer, da kommt der Ankereffekt rein, aber auch schon beim Kauf von Qualitätsaktien, da spielt er auch schon rein. Zunächst aber mal kurz, was ist der Ankereffekt eigentlich? Das ist ein Geschenk der Evolution an uns und der Ankereffekt an sich ist sogar hilfreich, weil er dazu führt, dass wir unzufrieden sind, wenn sich unsere Situation, unsere wahrgenommene Situation verschlechtert, was dazu führt, dass wir gerne hätten, dass sich die Situation für uns verbessert, damit wir uns eben besser fühlen, was dazu führt, dass wir tendenziell Dinge machen, die gut für uns sind. Um das Ganze vielleicht nochmal zu veranschaulichen, nimm an, es gibt zwei Brüder. Der eine ist ein Millionär, hat 10 Millionen Euro auf der hohen Kante, lebt in einer Villa und der andere ist ein armer Schlucker in einer Einzimmerwohnung, der gerade so seine Miete irgendwie sich abstrampeln kann. Und der reiche Bruder hat ein Geschäft gemacht, 100.000 Euro dabei verloren, hat also noch 9,9 Millionen Euro, muss sich keine existenziellen Sorgen machen, fühlt sich an dem Tag aber wahrscheinlich ziemlich schlecht, während sein Bruder sich für 1 Euro über anstatt eine Bierdose ein Rubellos gekauft hat, hat dann 1.000 Euro gewonnen und der fühlt sich an demselben Tag vermutlich deutlich besser als ein reicherer Bruder, obwohl es ihm objektiv gesehen natürlich deutlich schlechter geht. Das ist der Ankereffekt. Der arme Bruder hat seine Situation an dem Tag leicht verbessert, also er hat sie verbessert und die Situation des reichen Bruders hat sich verschlechtert und deshalb entsprechend die Gefühlswelt der beiden Brüder umgekehrt zur realen Lage der beiden Brüder. Und das ist in Ordnung, weil das hat die Evolution so eingerichtet. Wir sind unzufrieden, wenn sich die Situation verschlechtert. Wir sind zufrieden, wenn sich die Situation verbessert. So weit, so gut. Leider nicht gut im Rahmen von Investitionen, weil wenn du investierst, führt der Ankereffekt immer dazu, dass du einen einseitigen Fokus auf den Preis setzt und nicht auf die Preis-Leistung. Der Börsenklassiker ist, wenn du sagst, der Zug ist abgefahren, weil du auf den Chart schaust von einer Aktie und du siehst, dass die jetzt die ganze Zeit gestiegen ist und bis heute steigt. Und dann sagst du dir, ja, vor 3, 4 Jahren, da, als die Aktie noch billig war, da hätte ich sie kaufen müssen. Aber jetzt ist sie ja schon so teuer. Das ist natürlich Blödsinn, objektiv gesehen, weil die Märkte tun der Aktie bzw. dem Unternehmen heute einen höheren Wert anerkennen, der sich in einem höheren Kurs widerspiegelt, weil vermutlich auch die Gewinne, Cashflows und so weiter gestiegen sind. Hier musst du dann die Preis-Leistung heranziehen und das geht ja bei Aktieninvestments klassischerweise über KGV oder KCVs und der Gewinn des Unternehmens, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Kurs ist der Preis und der Gewinn ist die Leistung. Also du musst immer Preis und Leistung miteinander in Beziehung setzen. Anderer Klassiker des Ankereffekts, das ist, wenn du deine Verkaufsentscheidung, gerade eben waren wir bei der Kaufentscheidung, andere Medaille, auch negative Medaille des Ankereffekts ist, wenn du deine Verkaufsentscheidung abhängig machst vom Einstandskurs und wenn der Einstandskurs höher liegt, also wenn du jetzt Verluste gemacht hast, du hast eine Aktie für 100 Euro gekauft, jetzt ist sie noch 80 Euro wert, dann klammerst du dich an der Aktie fest, du willst sie nicht verkaufen, um die Verluste nicht zu realisieren. Und umgekehrt, wenn der Aktienkurs gestiegen ist und es ist jetzt 120 Euro,
und hast dann 20 € pro Aktie Gewinn gemacht, dann verkaufst du die Aktie, weil du dich richtig gut fühlen möchtest, weil du deine Gewinne sichern möchtest. Und dann kommt meist dieser dumme Spruch, an Gewinnmitnahme ist doch keiner arm geworden, wo ich dann immer antworte, ja, aber viele deswegen eben auch nicht reich, weil sie die Aktie wieder verfrüht verkauft haben. Und das sind alles Dinge, wo Preis-Leistung, also die Erfolgsaussichten des Unternehmens, das erfolgversprechende Investment außer Acht gelassen werden, sondern wo man einfach nur auf den Einstandspreis schielt. Wenn du Verluste hast mit deiner Aktie, darfst du natürlich schon verkaufen, aber nur dann, wenn du zur Einsicht gelangst, dass es sich um kein erfolgversprechendes Investment mehr handelt. Du hast ursprünglich die Aktie gekauft, weil du der Meinung gewesen bist, es handelt sich um ein erfolgversprechendes Investment. Und es kann ja sein, dass man sich getäuscht hat. Es passiert mir auch regelmäßig. Und dann, wenn ich zu der Einsicht gekommen bin, dann verkaufe ich die Aktie halt. Aber das ist unabhängig von meinem Einstandskurs. Auch unabhängig davon, wie viel Verlust ich jetzt quasi dann realisiere. Weil bringt ja nichts, wenn ich an einem schlechten Investment festhalte. Umgekehrt, wenn der Aktienkurs gestiegen ist, ich habe bestimmt Dutzend Aktien in meinem Portfolio mit mehr als 100% im Gewinn. 200, 300, 400% Gewinn. Ich verkaufe sie trotzdem nicht, weil ich nach wie vor davon ausgehe, dass wenn ich weiterhin investiert bleibe, dass der Aktienkurs weiterhin steigen wird, weil der Preis sich zwar erhöht hat, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis eben nach wie vor attraktiv ist, insbesondere dann, wenn ich in die Zukunft schaue, wo sich die Gewinne erhöhen, wo dann das KGV ja wieder kleiner wird. Und das ist ja eben dieser Anker-Effekt an der Börse. Jetzt habe ich am Anfang des Videos gesagt, ich bin ein doppeltes Opfer des Anker-Effekts und das will ich dir jetzt noch zeigen, das ist der eigentliche Grund, warum ich dieses Video drehe. Denn hier habe ich es schon gemacht oder hier habe ich es schon eingepflegt. Jedes Jahr erhöhe ich die Preise im Aktienfinder bisher einmal und auch im neuen Jahr wird es so sein. Und du siehst jetzt hier ist der alte Preis und hier ist der neue Preis. Der alte Preis, jetzt bleiben wir mal bei 30 Tagen hier, erhöht sich dann von 13 € auf 14,90 €. Und ich kriege dann immer Rückmeldungen von Vollmitgliedern, die ja ganz entsetzt sind über die neuen Wucherpreise, weil die rechnen dann immer hier die Prozente aus zwischen 14,90 und 13 €. Das ist jetzt dann eine Preiserhöhung von stolzen 14,6% bei einer gefühlten Negativinflation oder also jedenfalls sehr niedrigen Inflation. Und das ist ja schon absoluter Wucher und eine Unverschämtheit, was ich mir hier erlaube. Jedenfalls deren Interpretation. Und das ist auch ein Anker-Effekt. Man schaut eben nur auf den Preis und lässt die Leistung komplett außer Acht und macht dann quasi noch eine kleine Prozentrechnung auf. Da kriegt man dann einen hohen Betrag raus, also 14,6% in dem Fall. Und dann gehen die Leuten die Alarmglöckchen. Wie unsinnig das eigentlich ist, das wird dann klar, wenn man jetzt zum Beispiel annehmen, ich bin ja sehr altruistisch veranlagt. Jetzt sagen wir mal, legen wir noch einen drauf. Ich habe da auch einen Hang zur Selbstausbeutung. Nehmen wir mal an, ich hätte hier einen Preis von 5 € bisher gehabt, um meine Selbstkosten zu decken. Als Einzelunternehmer habe ich GmbH gegründet, dann sind die Kosten höher und so weiter, mein Steuerberater bezahlen und so weiter und so fort. Und dann sagen, ja Leute, tut mir leid, aber ich muss jetzt die höhere Selbstkosten, ich muss jetzt leider den Preis von 5 € auf 10 € erhöhen. Dann wären es 100% Preiserhöhung und dann wird es Leute geben, die sagen würden, ja, also tut mir leid, aber bei 100% Preiserhöhung, das ist ja eine absolute Unverschämtheit. In der heutigen Zeit 100% die Preise zu erhöhen, das ist schon Hyperinflation. Und dabei, wenn man dann Preis-Leistung sich anschaut, dann wären 10 € ja günstiger als 13 €. Das heißt, vom Preis-Leistungs-Verhältnis wäre das deutlich günstiger als aktuell. Es würde aber trotzdem wahrgenommen werden als eine Unverschämtheit. Natürlich nicht von jedem, aber von denjenigen, die sich vom Anker-Effekt hinwegreißen lassen. Ja, und ich habe auch noch eine Sache gemacht, um das Preis-Leistungs-Verhältnis mal hier ein bisschen zu transparent zu machen. Ich habe nämlich noch mal eins zurück. Hier hatte ich ja einen Blogbeitrag vor kurzem geschrieben, wo es dann um mein Startup ging und da habe ich ja noch mal hier die neuen Features so in der Tabelle gepflanscht. Und da habe ich mir erlaubt, für 2019 die größeren Dinge, die ich getan habe, aufzuschreiben hier.
und haben jetzt 1,90 € Preiserhöhung von 13 € auf 14,90 €. Und dann habe ich mal versucht, diese 1,90 € hier auf die unterschiedlichen neuen Features zu verteilen. Also das ist jetzt sozusagen dann die Dimension. Das hier ist die Leistungsdimension, die neuen Features. Also das ist quasi der Mehrwert der Leistung in dem im Jahr 2019. Und dann haben wir hier sozusagen den Preis. Und hier wird dann quasi Preis-Leistung nochmal ein bisschen runtergebrochen. Und dann einfach, hier geht weiterhin ums Ad absurdum führen des Anker-Effekts. Wenn du hier beispielsweise diesen Dividendenturbo und Dividendenalarm dir anschaust, dann denkst du, okay, das wäre jetzt halt 50 Cent wert bei einer 30-Tage-Vollmitgliedschaft, 50 Cent. Und der Dividendenturbo, der ist dann das hier. Hier siehst du ihn und da kannst du ja Kauf- und Verkaufspreise bestimmen anhand der Dividendenrendite im historischen Vergleich. Siehst das Ganze hier ja nochmal visualisiert. Siehst jetzt, dass bei 3M die Dividendenrendite historisch gesehen relativ hoch ist. Kannst du dann auch nochmal hier einen Dividendenalarm dir hinterlegen und dann hier in dem Fall bei 3,75% Dividendenrendite, wenn die erreicht werden würde, momentan sind wir bei 3,45%, dann würdest du eine Mail kriegen und dann hier. Die Aktie 3M hat dein Dividendenlimit überschritten. Kannst mal gucken, ob das jetzt halt für dich kaufenswert ist. 50 Cent im Monat, wie gesagt. Und wenn du ein Investment machen musst oder machen willst, dann ist es übrigens auch immer gut, also zum einen das Preis-Leistungs-Verhältnis zu berücksichtigen. Das ist aus meiner Sicht ein Muss. Und dann kannst du ja auch immer noch alternative Investments haben. Also du kannst, wenn du jetzt in eine Aktie kaufen möchtest, dann kannst du dir überlegen, ist es Aktie A, Aktie B, also du hast unterschiedliche Möglichkeiten. So ist es natürlich auch bei einem Tool wie dem Aktienfinder. Das ist ja auch ein Investment und musst dir dann überlegen, ob Preis, Leistung für dich gerechtfertigt sind. Also jetzt dann im neuen Jahr dann die 14,90 €. Und es gibt ja natürlich noch andere Tools, die auch so dich unterstützen wollen bei den Investmententscheidungen. Es gibt ja auch zum Beispiel einen Dividendenalarm, der fast, also der inhaltlich vom Anspruch her dasselbe macht, nämlich Ein- und Ausstiegszeitpunkte von Dividendenaktien anhand des Vergleichs der aktuellen zur historischen Dividendenrendite zu ermitteln. Und das wird dann sozusagen ein alternatives Investment für dich. Und das kostet dann 199 € im Monat, das kostet dann also über 16 € im Monat, was ich hier für 50 Cent im Monat veranschlagt habe, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass mich der Alexander Fischer bzw. der Betreiber des Dividendenalarms gleich abgemahnt hat. Und das wird jetzt ein Gerichtsprozess oder das ist schon ein Gerichtsprozess und der wird dann geklärt werden im neuen Jahr ebenfalls. Ich habe dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben, den werde ich kann ich auch nochmal verlinken hier im Video. Also das war eine von den größeren Sachen, die ich gebaut habe im letzten Jahr. Das andere war dann hier diese dynamische Aktienbewertung beispielsweise. Die habe ich dann auch mal unverschämt, wie ich bin, mit 50 Cent bewertet. Und zwar siehst du die ja hier, wo du gehen wir auch mal zu 3M, wo du dann siehst, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist momentan. Das habe ich, wie gesagt, auch mit 50 Cent veranschlagt und dann andere Dinge habe ich teilweise mit 0 Cent veranschlagt, weil du dafür nichts bezahlen musst, beispielsweise für das kostenlose Verzeichnis oder für das Verzeichnis kostenlose Aktienanalysen der Finanzcommunity. Andere Sachen wie den Dividendenbenchmark, da habe ich mir noch erlaubt, 10 Cent zu berechnen und andere Dinge wiederum wie hier. Alles, was mit dem Starterdepot zu tun hat, da habe ich mal nichts angesetzt. Neuer Chart, Aktienrückkäufe, 20 Cent. Habe ja auch noch neue Aktien aufgenommen. Habe ich da nochmal unverschämte 25 Cent für berechnet, für eine 30-Tage-Vollmitgliedschaft. Naja, einfach mal um zu gucken oder um dir zu zeigen, wie ich dann immer auf die 1,90 € dann kommt. Und dann muss natürlich jeder für sich überlegen oder du musst dann für dich überlegen, falls eine Vollmitgliedschaft für dich in Frage kommt oder falls du ein Tool suchst, um eben deine Investments irgendwie zu vereinfachen, ob das dann für dich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her gerechtfertigt ist oder nicht. Ich sage immer, es gibt die eierlegende Finanz-Wollmilchsau nicht.
Wenn jemand sagt, es ist ihm zu teuer, dann kann es durchaus auch für ihn objektiv zu teuer sein, eine Plattform wie der Aktienfinder. Das ist dann eben dann, wenn die Plattform nicht für ihn gemacht ist, weil er weniger an langfristigen Investments interessiert ist, sondern vielleicht eher an Trades beispielsweise, also kurzfristigeren, ja, Käufen und Verkäufen. Oder vielleicht, weil er sich nur für australische Aktien oder so oder afrikanische Aktien interessiert und die sind hier natürlich nicht drin. Gut, das wäre alles zum Ankereffekt, was ich loswerden wollte. Das Video werde ich dann verlinken und zwar immer in den E-Mails oder in den sozialen Medien, wenn ich auf meinen Wucher, auf die neuen Wucherpreise angesprochen werde. Da muss ich dann keine langen Rechtfertigungsmails mehr schreiben, sondern frage einfach nur, siehe hier, da ist das Video, guckst dir an und dann ist dir vielleicht auch noch ein bisschen geholfen dadurch, dass du oder dass dir bewusst geworden ist, dass man immer auf Preis-Leistung schauen muss und nie nur auf den Preis. Okay, in diesem Sinne, danke, dass du so lange durchgehalten hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Video. Ciao.